Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. In dieser Folge möchte ich die Platte meiner Werkbank austauschen. Und zwar hat jetzt die alte Werkbank bzw. die Platte 2 Jahre gehalten. Mittlerweile sieht die gar nicht mehr so schön aus. Außerdem soll die neue Platte 20 mm Bohrungen bekommen, damit ich auch endlich mal mit solchen Zwingen auch mal Werkstücke festklemmen kann. Ich denke mal so ein paar Bohrungen würden bei der kleinen Werkbank reichen. Und wenn ich mal in Zukunft welche brauche, bohre ich halt nach. Gut, jetzt kommen wir als allererstes mal zur Demontage der alten Platte. Nehme mir jetzt den 15 mm Forstner Bohrer und bohre die Löcher jetzt einmal auf. Und so ist wieder die Schraube sichtbar. Und nehme jetzt einfach mal die Platte ab. Okay. So, liebe Freunde. Diese Balken, diese langen Balken auf der unteren Seite, die waren 5 mm kürzer als die oberen. Deswegen war das Ganze nicht im Winkel und das ist komplett, ja, instabil ist es nicht, aber das sah irgendwie total bescheuert aus. Deswegen habe ich gedacht, komm, wenn ich schon mal dabei bin, zerlege ich die Teile und mache sie dann auf das richtige Maß. Wahrscheinlich hatte ich dann Zahlendreher. Jetzt bin ich gerade dabei, hier diese zugestopften Löcher aufzumachen. Wie ich das jetzt gerade gelöst habe, zeige ich euch. Und zwar folgendermaßen, ihr habt jetzt hier Dübel drin. Entweder habt ihr die verleimt oder einfach Dübel reingehämmert. Das ist vollkommen egal. Ich weiß, dass ich die hier verleimt habe. Wir drehen da jetzt eine Schraube rein. Vorsichtig mittig reindrehen. So, ihr seht, die dreht sich schon mit. Nehmen wir uns hier eine Zange, packen die hier an und dann ziehen wir die raus. Die war wahrscheinlich nicht verleimt. So, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ob ihr das auch habt. Jetzt habe ich die Sachen sowieso zerlegt und habe alle hier rumliegen. Da dachte ich mir spontan, wie wäre es eigentlich, wenn ich das Ganze mit einer Überplattung mache? Ja, einfach auch mal ein bisschen Arbeit schaffe für mich. Das sieht erstens schöner aus und zweitens würde ich sogar behaupten, man hat wieder so ein bisschen Übung. Ich will das einfach mal so machen, ich will mir Zeit dafür nehmen, damit es einfach wieder schön aussieht. So, ich habe jetzt die Höhe, also die Hälfte von der Materialstärke hochgefahren. Das sind 22, 23 mm. Hier an der Seite habe ich dann noch einen Anschlag hingesetzt, dass ich immer denselben Abstand habe. Dann brauchen wir eigentlich nur noch vorzufahren.
So, beide Rahmen sind jetzt fertig und hier können wir jetzt die Streben nehmen, um die beiden Rahmenteile miteinander zu verbinden. Dann können wir unten die Platte anbringen bzw. die Rollen anbringen. Somit wäre das Grundgerüst erstmal fertig. Ja, und als nächstes werde ich dann gucken, dass dann oben die Platte passgenau drauf kommt und eben unten noch so eine Platte. Das wären die nächsten Schritte. Aber bis dahin sind noch ein paar Schritte, die ich machen muss. Hier nehme ich mir jetzt ein schönes, dickes Stück stabiles Multiplex als Unterlage für die Rollen. Jetzt kommt mal die Platte, die ich zugesägt habe. Ich werde hier vorne 18 mm hier an der vorderen Kante werde ich 18 mm abstehen. Das habe ich auch so ausgemessen, dass es hinten bündig, aber hier vorne noch ein bisschen Luft ist. Ich werde von diesem Abschnitt hier, das restliche Stück kommt dann auf die vordere Seite und wird dann auch mit einem Lochraster versehen. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Habe auch schon ein bisschen angefangen, mit dem Bündigfräser hier an der Kante entlang zu fahren. Den Rest zeige ich euch natürlich.